So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und lasst euch nicht irritieren, wir sind hier im Pool zu Hause mit den 500 Dosen 5-0er Export. Richtig dicke Aktion, da hat Terence Chill am Start. Und wir wollen heute mal Pizza testen. Denn nachdem ich letztens einen riesen, mega Armageddon Burger geholt habe, mit, der hatte glaube ich 1,2 Kilo Fleisch. Also das war schon eine richtige Tonne, der World Trade Center unter den Burgern. Haben wir uns gedacht, es gibt ja noch was hier ganz in der Nähe, die Pizza anbieten. Aber nicht nur irgendwelche Pizza, sondern riesen, mega, deluxe, XXL Pizza. Und da waren wir so gehypt. Jetzt haben wir mal in die Karte reingeschaut. Da stehen auch die Pizzagrößen dabei. Ich lese euch das mal vor. 20 cm für eine Person, 25 cm für 1 bis 2 Personen und 30 cm für 3 bis 4 Personen. 30 cm klingt nicht viel, aber ein Kollege hat mir gesagt, wenn du da Pizza holst, die haben richtig fette Pizzen, die sind dann so groß wie eine normale Pizza, aber der Unterschied ist, die sind hoch. Jetzt stelle ich mir vor, das ist dann wie dieser Burger. Du hast zwar 30 cm, so eine Rundung, aber die ist dann plötzlich so hoch, sieht aus wie eine richtige Torte, wie ein Pizzakuchen. Und da war ich richtig gespannt. Und der Ramses hat gesagt, ich nehme wieder mal the best of the best, top of the world, aller Shane McMahon nehme ich als Pizza. Ich habe die 30 cm genommen, die größte. Und dann gibt es verschiedene. Und 1600 ist das Größte, was auf der Karte steht. Und ihr müsst bedenken, der riesen Armageddon XXXXL Burger hatte 1200 Gramm. Und hier habt ihr Pizza mit 1600 Gramm, 30 cm Durchmesser und so hoch wie ein Turnschuh, Alter. Da gehst du richtig ab mit Knobi-Soße, Barbecue-Soße, Hackfleisch, Paprika, Feta und Zwiebeln. Das klingt ein bisschen griechisch, orientalisch. Habe ich also gesagt, nehme ich die Pizza Zeus, 30 cm, aber eben 1600 Gramm für 15,90 Euro. Das hat mich ja erst recht überrascht. Denn der 1,2 Kilo Burger hat 40 Euro gekostet. Und hier habt ihr Pizza mit 1600 Gramm für 15 Euro. Jetzt sind wir gespannt. Wir haben angerufen. Wir warten jetzt auf das Essen. Wir gucken, wie sieht das aus. Die drei Größen im Vergleich. Und ich erwarte so riesen Torten, riesen Pizza, Kuchen. Bin richtig gehypt. Und dann gucken wir mal um die Ecke. Jo, stell's einfach dahin. Glaub ich. Was? Toll. Achtung, der Dicke öffnet den Deckel der Pandora. Ja, aber das ist doch gar nicht groß. Also das ist doch gar nicht hoch, meine ich damit. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Das sieht doch aus wie eine normale Pizza. Toll. Ja. Was ist? Genau. Mach mal deins auf und dreh's mal. Das sieht aus wie ein Kinderteller. Ich meine, das ist ja schön cheesy und so. Das ist, glaube ich, für einen Kinderteller. Na, dann probiere ich jetzt erstmal. Ja, probier mal wenigstens und sag mal, ob das schmeckt. Und? Ja, der Geschmack ist gut, ich freue mich, dann nehme ich gleich noch eine. Lass doch schmecken. Freut okay. Mich jetzt nicht so um irgendwie. Wie schmeckt deins? Hm. Ihr müsst nicht schlecht reden, nur weil es nicht groß ist. Okay, sieht ja schön aus, belegt, aber da steht dabei 20 cm für eine Person, 25 cm für 1 bis 2 Personen und bei den 30 cm 3 bis 4 Personen. Ich bitte euch, was ist das? Du musst einfach weniger essen. Das ist doch eine normale Pizza, eine riesige Pizza, die man überall bei jedem gewöhnlichen Dönermann bekommt. Wenn ich beim Abo eine Pizza bestelle, riesig. Ist die auch so groß und die esse ich doch alleine. Das sind doch keine 1,6 Kilo, oder? Ja. Der Burger hatte 1,2 Kilo. Das war so ein Monstrum. Das war so richtig brutal. Also es tut mir leid. Ich bin enttäuscht. Ich verstehe es nicht. Ich finde keine Worte. Und wir haben schon extra das Größte genommen. 1,6 Kilo. Das klingt nach einer richtig dicken Wurst. Und jetzt, wir werden das noch probieren jetzt und gucken. Ich meine, das ist ja auch hier geschnitten. Da kann man also hier auch was einfach rausziehen. Wir ziehen mal hier so eine Ecke raus. Ist ja schön und gut. Ist halt so ein Stück mit Hackfleisch.
Knoblauch, Barbecue. Der Boden ist ein bisschen dick und fluffig. Also gut, geschmacklich ist das vielleicht in Ordnung. Kann man essen. Aber trotzdem bin ich echt enttäuscht. Ich habe wirklich gedacht, da ist jetzt so ein riesen Flatschen da. Da habe ich ja mehr davon, wenn ich mir für 20 Euro eine Familienpizza bestelle, die so groß ist wie der ganze Tisch. Als wenn ich hier für 16 Euro sowas nehme, was einfach nur ganz normal ist. Ich verstehe es nicht. Wir haben es jetzt aufgegessen, soweit so gut. Und also ich muss sagen, geschmacklich fand ich das trotzdem okay. Das muss man dem Ganzen ja gut heißen. Also meine Zeus-Pizza hat mir eigentlich geschmeckt, gerade mit der Barbecue-Soße. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Barbecue-Fan. Leider war auf der größten einfach Barbecue-Soße drauf. Trotzdem habe ich das gegessen, trotzdem hat mir das einigermaßen geschmeckt. Auch von Pupsi, da diese Pizza Bull Rider, gerade mit der Sauce Hollandaise, und die war auch schön ein bisschen würzig. Fand ich auch okay, hat mir auch gut geschmeckt, fand ich sogar besser als meine, weil die aber nur 1,3 Kilo hatte, habe ich ja gesagt. Nehme ich eben die andere mit 1,6, weil ich ja das Maximum rausholen wollte. Das Einzige, was ich jetzt nicht cool fand, war die Salami-Pizza vom Iswo. Nicht nur, weil das die kleinste war, haben wir ja selber die kleinste bestellt, ist halt so. Aber weiß ich nicht, das ist kein Vergleich, wenn du dir im Rewe von Ja eine Edelsalami holst. Die ist einfach so schön Salami-mäßig. Und wenn du dann zum Italiener gehst und nimmst da eine Salami-Pizza, das ist einfach so richtig herzhaft. Und das hat einfach geschmeckt wie von Bivi, dieses Carazza, was es da gibt, wenn du reinbeißt. Und es ist einfach so Pframpf, fertig, Zeugs. Fand ich also jetzt nicht so überzeugend, die Salami. Die anderen zwei waren geschmacklich ja okay, aber trotzdem immer noch für den Preis und die Größe total überzogen, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt wirklich mit so einem riesen Schinken gerechnet und dann war das einfach eine normal große Pizza und dafür aber dann 16 Euro, finde ich halt nicht so krass. Dadurch, dass alle Leute in den Kommentaren, wir haben jetzt gerade nochmal die Seite abgecheckt, da sind ja wirklich Bewertungen dabei, wo die Leute sagen, die beste Pizza der Welt, am Nackoi, wo ist mein Geldkoffer? Oder ja, ich habe 20 cm bestellt, habe ich nicht geschafft mit meinem Kindermagen Bruder, wo ich mir denke, was sind das für Leute? Ich meine, 20 Cent, das ist wirklich eine, wenn ihr ins Pizzahaus geht, normal irgendwo und bestellt euch die kleinste Pizza der Welt und dann sagt ihr, die habe ich nicht geschafft. Das heißt aus Versehen dann, dass dort die größten Portionen der Welt vertreten sind, aber das ist gar keine große Portion gewesen, leider Gottes. Können so viele Menschen so falsch liegen oder ist der Ramses einfach so verfressen, dass er die größte Pizza nimmt und sagt, das war ganz normal? Nee, ist ja nicht so. Ich esse eigentlich gar nicht so viel und so heftig. Selbst bei dem Burger musste ich mir drei Compadres mit zur Rande nehmen, dass wir den Burger in uns reinstopfen. Aber selbst der Burger, wie gesagt, hatte nur 1,2 Kilo und die Pizza hatte 1,6. Aber ich merke davon nichts. Den Burger hätte ich niemals alleine geschafft. Zu viert waren wir dran und haben schon gestopft und gemacht. Die Pizza habe ich jetzt alleine gegessen, habe von Pupsi noch die Hälfte gegessen. Das ist enttäuschend. Jetzt haben wir natürlich auch eine Bewertung abgegeben auf der Seite. Sie haben gesagt, ja, wenn es da Probleme gab mit der Bestellung oder so, hättet ihr was gesagt, hätten wir das umgetauscht, aber was soll es anderes sein? Wir haben drei Größen bestellt, wir haben drei Größen bekommen. Ich glaube nicht, dass wenn man die 20 cm nochmal bestellt, die plötzlich 40 cm sind und die 30 cm plötzlich 60 cm sind, weil das sind einfach die normalen Größen, das ist so. Es war nicht hoch, es war normal, meiner Meinung nach eben zu teuer. Unenttäuschend, da man eben was richtig Wuchtiges erwartet hat, da eben auch in den Kommentaren so viele gesagt haben, mega Portion, wir waren überwältigt, ich habe die riesige nicht geschafft, ich bin bei der 20 cm schon zusammengeklappt, aber man kann nicht alles haben, das war eine Enttäuschung, leider Gottes. Wenn sich noch was ergibt, können wir uns dazu ja nochmal zu Wort melden, glaube ich aber nicht. Das war's von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal, peace out, Vorhaut! Euer Ramses.